Erst Berlin Tag und Nacht, jetzt dick im Business. Naja, Emmy ja sowieso nicht, wenn dann Denise. Ich bin oft sehr aggressiv in so Sachen. Heute in diesem Video geht es um den Schulabschluss. Welchen Schulabschluss hast du? Eins muss ich Berlin Tag und Nacht lassen. Die Videos mit BTN im Clickbait, die gehen immer ab wie Schmitz Katze. Deswegen tut's mir echt leid. Aber liebe Ex-Kollegen, ich bin wieder da. Wer erinnert sich noch zurück? 2017 war ich Teil der Gang. Ja, das war eine coole, wilde, witzige Zeit. Aber was unnormal genervt hat, wenn irgendwie Leute einen auf der Straße mit seinen Rollennamen angesprochen haben. Und dreimal könnt ihr raten, was wir heute machen. Was machen wir? Ich wollte eigentlich nur was zu trinken bestellen. Den White Peach Spritz. Pete! Nein, warte mal. Leon. Tim. Nick. Was geht? Mein Fuß nicht, zieh den nach. Aber das ist alter so ein Ding. Ja, seitdem wir nicht mehr zusammen drehen. Alles scheiße, oder? Na, läuft. Ja. Ja, heute ein bisschen Regenwetter. Der beste Spruch, den ich von dir immer gehört habe, ist, ey, sag mal, hab ich ein Haar im Auge oder was steht die Seilstange hier vor mir? Jetzt mal ehrlich, wenn ich links, nach links außen gucke, dann ist es ja im Grunde genommen dieselbe Situation. Du hast hier heute das Event geplant. Ja, mit Angelo zusammen. Angelo ist ja ein Freund und hat mir... Warte mal, ist das nicht der Gründer von Star Wars? Oder der Weihnachtsmann? Hier, wo kommt Denise Dachs-Vitale? Und da war jetzt deine Nase. Wen hast du mitgebracht? Ist es deine... Tim. Darf ich das? Ich schneide, ich mache einen Piepston drauf. Ich mache einen Duck. Wenn dann Denise. Drauf. Eventuell. Krass. Leute, ich weiß was ihr nicht wisst. Heute in diesem Video geht es um den Schulabschluss. Welchen Schulabschluss hast du? Ich habe Fachabitur. Was glaubst du, was ich für einen Schulabschluss habe? Ich glaube, du hast Abitur gemacht, oder? Ja, 1,3. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, ist zum Glück von Schlau. Mach mir gar nicht zu, so blöd wie ich aussehe, ne? Das habe ich nicht gesagt. Ich bin ein Schlauer, ne? Ich bin aber trotzdem bei RTL 2 gelandet. Du hast keine Freunde gehabt, du warst halt viel zu Hause, hast viel Hausaufgaben gemacht. Und eine schwere Kindheit. Weil die 1,3 muss man irgendwie erklären. Was für einen Schulabschluss hast du? Darüber möchte ich nicht reden. Ja, ich habe tatsächlich gar keinen Schulabschluss, deswegen bin ich ja auch bei RTL gelandet. Tut mir leid, bei mir war der noch andersrum. Also dieselben Zahlen, aber andersrum halt. Die 3,1. Naja, hey! Guck mal, ich habe 1,3, siehst du? Hey, Kitze? Ja. Ich habe meinen so knapp bekommen, ne? George Lucas? George Clooney. Yes? No, I'm the Weihnachtsmann. Ich sag meinem besten Freund immer, ich habe 1,3 Jahre Abi, obwohl ich gerade mal froh bin, dass ich heute mal Abschluss habe. I'm a little bit dumb. Is it true? No. You can speak English or German? Whatever you want. Also auch Deutsch. Oh gut, ey. Ich bin in Englisch so scheiße. Ich glaube, wir müssen einmal das Licht anmachen, weil es so dunkel hier ist. Besser? Wie finde ich die Revolution? Wie heißt es? Revolution? Wo finde ich die Rebellion? Die haben wir schon gefeiert, die Rebellion. Und zwar, leider habe ich jetzt kein Foto dabei. Er ist Lenin und ich bin Marx. Marx und Lenin. Ja. Leninismus und Marxismus. Wer ist das? Sind das Sexualitäten? Also wie war es Ex on the Beach so? Mit Sadie? Ja, also Cedric ist einfach nur komplett unangenehm gewesen. Also sorry, aber... Was hat er gemacht? Ja, guckt es euch bitte an und bildet euch euer Urteil. Es war einfach nur Fremdschampur, also. Uns verbindet, das wissen ganz viele Zuschauer nicht, aber eine jahrelange Verbindung. Uns beide? Ja, und damit meine ich nicht Berlin Tag und Nacht, sondern deine Instagram-Blockierungsliste. Blockier steht? Ja, du blockierst mich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das würde ich jetzt auch sagen. Wird Star Wars noch gedreht? Ich habe Mandalorian als Fortnite-Skin. Robert nicht. Was sagst du dazu? Ich hab den. Du hast kein Mandalorian. Nee, ich bin gut. Ja, dafür hasse ich dich unendlich. Ja, ich bin halt der coolere von uns beiden. Nee, und das schon seit 4 Jahren oder so. Ich frag mich, was ist passiert? Du, ich hatte bestimmt mal Gründe, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Na? Wie heißt denn du? Anna. Oh, das ist auch alles auf Englisch, ey. Ja. Das ist ja schlimm. Account? Ja. Nein. Nee, Priority. Okay, wir gucken. Privacy. Privacy. Was machst du beruflich? Ich bin Schauspielerin. Wo hast du schon mitgemacht? Bei Rote Rosen. Ja, Laura Schlüter, kennst du die noch? Ja. Mit der hatte ich Beef, weil die wollte was von Ben und da war ich mit Ben gerade zusammen und dann war sie eifersüchtig und da gab's richtig Beef. Wie sieht es da bei dir aus, Schauspielerin Berlin Tag und Nacht? Trifft ja wie Faust aufs Auge. Ja, ich meine. So tief. Jeder Job ist irgendwie. Ein Job? Ein Job und Arbeit. Siehst du? Echt? Aber warum? Ja. Weiß ich nicht. Denise! Ich bin fast in Depression gerutscht, weil Emmy mir nicht folgt. Naja, Emmy ja sowieso nicht, wenn dann Denise. Ja, stimmt ja. Also würdest du auch selber mitmachen? Nein. Hallo? Sachen drauf, hi. Ach, ich dachte gerade, du wärst Riso. Nein, ich bin doch nicht Riso. Wer bist du denn? Ich bin Nixon. Wer? Nixon. Magst du mal zur Kamera drehen, dann sieht man den Nixon. Hi. Wir sind hier gerade auf YouTube, blöd gefragt, steht hier unten. Geiles Logo, ey. Ist so. Yo, Daniel.
Angelo, hi. Ich warte jetzt hier gerade noch ein bisschen auf ein paar Berlin-Tag-und-Nacht-Stars, aber anscheinend kommen weniger als erhofft. Es sollen eigentlich 12 Leute kommen. Ich glaube, ich hatte bis jetzt hier Pete, Leon. Das war mein Kameramann. Deswegen interviewen wir jetzt einfach mal Leute, die eventuelle Berlin-Tag-und-Nacht-Stars sein könnten. So rein optisch. Moin, Meister. Ja, moin. Ey, warte, die Überraschung, oder? Oh, Hammer. Gerade vor einer Sekunde war ich schon mal da, mein Kameramann aber verkackt zu filmen. Wo würdest du gerne mal mitmachen? Schwierig. Berlin-Tag-und-Nacht? Hatte ich mal überlegt, tatsächlich. Die Zahlen aber nicht so gut. Meinst du? Ja, es kommt darauf an, wie du im Verhandeln bist. Ich glaube, die beste Person, die verhandeln kann, ist meine Freundin. Du hast ein gutes Gedächtnis, kann das sein? Ja, ich habe es vorher ehrlich gesagt gegoogelt, weil du hast in der Zeit mitgespielt, da war ich glaube ich noch, keine Ahnung, in der Schule oder so. Ja. Kennt man nicht von Temptation Island? Nein. Are You The One? Nein. Ex on the Beach? Nie im Fernsehen gewesen. Oh. Erst Berlin Tag und Nacht Star, jetzt dick im Business, du hast deinen eigenen Shop aufgemacht. Habe ich gemacht, ja. Aber Berlin Tag und Nacht wird passen. Meinst du? Ja, also Tattoos, breit gebaut, könnte es ein Türsteher sein. Hallo Freunde. Hallo. Du bist die Freundin? Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Sie ist nicht meine Partnerin. Oh. Ich habe eine Streetwear-Kollektion rausgebracht. Wir machen viel Knitwear. Wir haben Jacken, wir haben Hosen, wir haben T-Shirts, wir haben Pullis, wir haben Taschen tatsächlich. Also ich hab meiner Kreativität da so ein bisschen freien Lauf gelassen. Gibt es vielleicht zufällig einen Rabattcode, wenn man bei dir im Online-Shop ist, dass man da mal irgendwie was absagen kann? Tatsächlich aktuell gerade nicht. Das Ding ist, die Leute von Berlin Tag und Nacht von RTL 2, die schauen sich alles an, wo irgendwie Berlin Tag und Nacht im Titel steht. Und das ist so ein Video. Sprich, die Produzenten gucken das gerade. Also kannst du dich rein theoretisch bewerben. Also Gage 10.000 dann. 10.000, also wisst Bescheid. Wie kann man dich erreichen? Auf welchen Instagram-Namen? Flo. Das Intro fand ich gut. Daniel. Nein, mich fuckt das überhaupt nicht. Ja. Schade, Mann. Es wäre jetzt so gut für Clickbait oder so, wenn du mich jetzt hauen würdest. Nein, mach ich auch nicht. Du bist TikToker, glaube ich, ne? Ja, YouTuber, TikToker. I'm the Weihnachtsmann. Produzent, alles Mögliche. Model nicht. Model nicht, leider. Kannst du denn wenigstens für das Thumbnail so tun, dass ich mehr Klicks kriege? Okay, komm. Na? Hey, na du was? Wie geht's dir? Keine Ahnung, wie die nochmal heißt. Ich wollte sie erst mit ihren Rollennamen ansprechen, aber warte. Wie heißt die eine mit schwarzen Haaren und Tattoos bei BTN? Nee. Alter. Ich bin jetzt hier bei den Süßigkeiten und wer ist natürlich wieder hier, Frank? Ich bin ja wegen Süßigkeiten, ne? Ja, ja. Du bist aber schon gut im Futter, Mann. Ich muss kurz über diese Nachricht, über die Information muss ich kurz nachdenken. Was ist die Message? Was willst du damit sagen? Naja. Willst du damit sagen, dass ich dick bin? Ich bin oft sehr aggressiv in so Sachen. Bist du noch bei Berlin Tag und Nacht? Ja. Zufrieden? Ja. Nee, eigentlich nur, dass du gesund aussiehst. Wie ist es so, nachdem ich so aufgehört habe? Macht keinen Spaß mehr zu arbeiten, oder? Alles scheiße. Ist schon klar. Die Quote ist auch gesunken, habe ich gehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an mir gelegen hat, oder? Aber also, läuft gerade scheiße. Ja, ist halt so. Also, ne? Fett nicht, ich würde sagen mollig. Wir waren mal Freunde. Ich versuche wenigstens, seitdem du weg bist, dass ich ein bisschen wieder, weißt du, ein bisschen wieder voran. Die Quote sorge. Ja, ein bisschen. Ich habe tatsächlich Abitur, wenn ich so aussehe. Du hast Abitur? Ja. Und was für den Durchschnitt? 2,5. Ich habe 1,3. Ey, komm, ey, Streber. Und was ist das Blockieren auf Englisch? Block. Ich geb dir noch eine Chance. Ich komm noch mal rein. Sehe ich nicht so schlau aus? Doch. Hey! Frank, ey, warum bist du denn so hübsch? Ja, ich hab abgenommen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe auch eine Brille noch dabei. Ich trage jetzt Brille, weil ich bin jetzt 24. Meine Brille ist weg. Ich weiß, was du fragen willst. Nature Mojo? Kann es sein, dass du mit 36 immer noch so gut in Form bist? Die Brille ist super schief. Ich muss mal zu viel, Mann, ey. Das ist viel zu viel, Mann. Willst du dich hier verstecken oder was? Nein, nicht wirklich. Aber du warst doch schon, wir sind doch schon durch. Ja, ich überlege gerade, wann kommt das nächste Zerstörungsvideo. Ich muss irgendwie Witze machen. Ich muss viel Klicks doch. Kannst du so tun, als würdest du mich schlagen? Gute Witze. Willst du noch jemanden grüßen hier irgendwie oder dein Instagram oder so? Mein Instagram ist präsent. Okay, mega geil. Dankeschön, danke. Du machst das nur mit mir. Nee, so besonders bist du nicht. Du bist doch eine Sau, Alter. Wo kommst du her? Ursprünglich aus Magdeburg. Wo wartet? Irgendwo bei Bayern? Nein, Sachsen-Anhalt. Oh! Ganz gefährlich. Ganz gefährlich, auch sehr rassistisch und homophob. Ich bin wirklich kein Nazi. Du blockierst mich. Ich blockiere. Nein! Du bist in meiner Blockliste nicht drin? Ich mache das immer so, dass wenn mich jemand blockiert, will ich auch blockieren, damit die Leute auch nicht sehen, was ich so mache. Aber blockiere ich nicht, hab ich gerade geguckt. Du bist in meiner Blockliste drin. Das schneide ich raus. Mein Freund kommt aus Sachsen-Anhalt, ey, der hat es auch hart. Ja? Ja. Und er ist mit mir zusammen.
Ach. Noch härter. Irgendwas war da aber. Ich würde dich nicht ohne Grund blockieren. Du bist eine hübsche Frau. Und ihr wohnt jetzt aber hier in Berlin, oder? Ja, genau. Ja, siehst du. Ja. Aber ich stelle hier die Fragen. Okay, gut. Danke. Warum denn wegen Ben? Hast du Streit mit Ben? Hattest du Streit mit Ben? Ja. Ehrlich? Wir hatten so und so Differenzen, ja. Weil ich seine Arbeitsmoral nicht mochte. Okay, gut. Ist Kretz ein besserer Partner? Das ist halt ein eingespieltes Team. Ja. Ja, ihr kennt euch auch, glaube ich, schon seit 7 Jahren oder so. Ne? 8. 8 Jahre. So alt hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. 8 Jahre, doch. Du musst gleich drehen. Ja. Und du trinkst jetzt hier noch Alkohol? Es ist ja, im Grunde genommen, es ist ein Fruchtsaftgetränk, was lange stand. Und was gibt's denn noch sonst für Berlin Tag und Nacht Kollegen, die du gar nicht magst? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt so unter uns. Mich kannst du nicht erwähnen, ich bin hier. Priscilla Loredana, die hasse ich wie die Pest. Was hast du für einen Schulabschluss? Abi. Abi? Ja. Was ist den Durchschnitt? 3,5. Ich hab 1,3. Ja, Schule ist nichts für mich, Mann, sonst wäre ich doch nicht selbstständig. Dieser Connor. Mal ganz ehrlich, der hat Streit mit mir. Weißt du warum? Du, ich sehe Jakob nicht mal. Ich habe nämlich von übel vielen Ecken gehört, dass wir Streit miteinander haben, also dieser Connor und Icke. Und da habe ich mich gefragt, was ist da los? Und du weißt auch nicht. Du, ihr kriegt sowieso nichts mit vom Gossip. Und laut Jakob Grün weiß das jeder. Und in seiner Wohnung darf man nicht meinen Namen aussprechen, sonst gibt's Haue. Was? Kein Scheiß jetzt. Bisschen Lappen, oder? Ja, klar. Sehe ich heute gut aus? Ja, klar. Das schneide ich so.